Auch wenn man es am Montag am liebsten etwas ruhiger angehen lässt, so trifft dieses nicht auf uns zu. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Es ist Montagabend, der 18. Juni und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Schon heute starten wir Vollgas in die neue Woche, denn am zurückliegenden Wochenende war wieder viel los. So zum Beispiel in Olbernhau zum Straßenfest. Das Programm war vielversprechend und das Wetter spielte auch mit. Somit konnte es nur rund um die innere Grüntaler Straße schön werden. Am vergangenen Samstag war zwar die innere Grüntaler Straße bereits in den Vormittagsstunden schon gut gefüllt, aber das sollte sich zum Dank für die Organisatoren über den Tag hin noch nach oben hin gewaltig ändern. Zum diesjährigen Straßenfest waren bis in die Abendstunden viele hundert Olbernhauer und Besucher in der Innenstadt unterwegs. Zu erleben gab es bei Händler und Vereinen genug. Für die Stärkung sorgten jede Menge Stände. Musikalisch umrahmten Solokünstler, aber am Abend auch Bands wie die Barfly. Bei Einheimischen wie Besuchern kam das Straßenfest 2018 an. Mehr dazu im MEF-Wochenrückblick ab kommenden Samstag. Während das ebenerdige Treiben in der inneren Grüntaler Straße die Besucher in den Bann zog, ging es für einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus der Stadt der Sieben Täler ganz hoch hinaus. Es gab eine spezielle Vorführung zu einem speziellen Anlass und auch hier stellten sich zahlreiche Schaulustige ein. Jede Menge Feuerwehrleute und Kommunalpolitiker hatten sich am Samstag im Rathaushof in Olbernhau versammelt. Von da aus begaben sich Deutsche und Tschechen durch die Straßenfestmeile der inneren Grüntaler Straße zum Geburtstagskind. An der 150-jährigen Goethe-Grundschule gab es eine besondere Aktion, was auch der Grund für alles war. Ich begrüße Sie hier zur Vorführung der neuen Drehleiter, die über EU-Fördermittel beschafft worden ist. Wir werden hier im Rahmen des Projektes eine kleine Schauübung machen. Und aus der Grundschule in Olbernhau, die auch 150 Jahre alt geworden ist dieses Jahr, eine Menschenrettung von 4 Kindern durchführen. Die neue Drehleiter der Olbernhauer Feuerwehr wurde offiziell in den Dienst gestellt. Das Fahrzeug und die Besatzung zeigten, wie erwähnt, bei einer kleinen Schauübung die Möglichkeit. Vier Jungs der Jugendfeuerwehr, Martin, Maximilian, Emilian und Lars, wurden mit der Leiter aus der Schule gerettet. Nach diesem Übungsteil gingen alle Beteiligten zum Gerätehaus der Wehr. Dort wurde schließlich der offizielle Akt vollzogen, die Drehleiter in den Dienst gestellt. Ein guter Tag für unser Erzgebirge und ein guter Tag für unsere Feuerwehren. Finanziert wurde dieses Jahr zum Teil aus EU-Mitteln im Rahmen eines größeren Projektes. Deutsch-Neudorf, Gebirgsneudorf, die Stadt Osseck und die unmittelbaren Nachbarn aus Brandau sind darin ebenso involviert. Investitionen in die Sicherheit unserer Bürger und auch in die Zukunft der Feuerwehr Olbernhau.
Ja, es geht auch damit über die Grenze. Auch das ist für euch ja kein Problem, oder? Die Verträge mit Brandau bestehen mittlerweile seit mehr als 10 Jahren und wir freuen uns natürlich, auch dort Hilfe leisten zu können, weil Hilfe ist grenzenlos und so soll es auch sein. Am 16. Juni wurde die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Urbenhau offiziell in den Dienst gestellt, was im feierlichen Rahmen mit den Nachbarn begangen wurde. Und von einem aufregenden Tag in Olbernhau wechseln wir an den Katzenstein nach Pobersau. Da treffen sich jedes Jahr die Liebhaber einer bestimmten Automarke. Von zurechtgemachten Schmuckstücken über PS-Monster bis hin zu kuriosen Modellen gab es auch in diesem Jahr wieder alles zu sehen. Und rund 600 Bewerber aus ganz Europa stellten ihre Fahrzeuge zur Schau und zur Bewertung. Für einen hiesigen Teilnehmer hatte die Veranstaltung einen recht guten Ausgang. Roberto Schramm, das 10. Skoda-Treffen hier in Pobersau am Katzenstein. Du kommst ja hier aus der Region und bist mit deinem Wagen angereist. Was ist es für Wagen? Ein Skoda Octavia. Und? Es ist kein RS, wie viele immer vermuten. Es ist auch leistungstechnisch was gemacht, viele Umbauten, optische Umbauten. Und mein Spezialgebiet ist halt so ein bisschen die LED-Gestaltung noch mit dazu. Mhm. Also ein bisschen ein paar Eyecatcher noch gemacht. Was zum Beispiel? Was man sehen kann, gut, das sind zum Beispiel die beleuchteten Grill, der beleuchtete Grill oder die Unterbodenbeleuchtung. Und jetzt, wie es der Zufall wollte, oder auch die Qualität des Autos, für dich war der Tag recht erfolgreich. Sehr erfolgreich sogar. Nach 4 Jahren Auszeit, Notauszeit durch Motorschaden von einem Komplettumbau der Firma Autoreparatur Felix Walter, konnten wir den Wagen wieder in Stand setzen und haben heute einen Pokal mitgenommen. Platz 2 aus den Top 10 unter über 600 Fahrzeugen. Damals Marcus Skoda wurde genannt. Jetzt noch ein ganz kurzes Resümee für dich von der Veranstaltung hier. Immer wieder schön. Vom ersten, also beim ersten war ich nicht dabei, vom zweiten bis zum zehnten, wenn ich dabei war, immer wieder schön. Und heute hat sogar das Wetter mitgespielt. Würdest du denn wiederkommen? Wenn es ein 11., 12., 13. gibt, wäre ich definitiv wieder dabei. Wenn es zeitlich reinpasst, immer. Dann feier noch schön und danke für das Gespräch. Danke. Danke dir. Wenn am kommenden Dienstag im Sächsischen Landtag über die Tagesordnung abgestimmt wird, stehen keine Gesetze zur Entscheidung an, sondern Landtagspräsident Dr. Matthias Rösler lässt über Märchen abstimmen. Statt Abgeordneten dürfen dann 39 Kinder der Grundschule Lengefeld und 45 Kinder der 48. Grundschule Dresden demokratisch festlegen, welche Märchen vorgelesen werden sollen. Parlamentspräsident Rösler liest dann auf einem samtroten Stuhl inmitten des Plenarsaals im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe. Da erzählen also morgen Politiker Märchen für Kinder. Also ein Tag wie jeder andere auch, nur dass sonst die Zuhörer ebenfalls Politiker sind. Kleiner Scherz, liebe Zuschauer. Ja, Landtagspräsident Dr. Matthias Rösler hat ebenfalls am Wochenende 6 ausgewählte Persönlichkeiten mit der Sächsischen Verfassungsmedaille ausgezeichnet. Mit der Medaille werden Männer und Frauen geehrt, die sich auf sozialem, künstlerischem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichem oder politischem Gebiet besonders um die Werte der Sächsischen Verfassung verdient gemacht haben. Unter den 6 Ausgezeichneten war auch der Landrat des Erzgebirgskreises Frank Vogel.
Am 26. Mai 1997, 5 Jahre nach der Verabschiedung der sächsischen Verfassung, stiftete der damalige Landtagspräsident Erich Iltgen zur Erinnerung an die friedliche Revolution im Herbst 89 die sächsische Verfassungsmedaille. Seitdem verleiht der Präsident des sächsischen Landtages die Auszeichnung jährlich an Bürger, die sich in besonderem Maße um die friedliche und freiheitliche und demokratische Entwicklung des Freistaates Sachsen verdient gemacht haben. Die feierliche Verleihung fand am vergangenen Samstag im großen Saal des Ständehauses in Dresden statt. Königswalde, Audi-Fahrer mit fast 3 Promille unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag gegen 21.50 Uhr auf der Annaberger Straße einen PKW Audi. Bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer 2,86 Promille. Für den 33-Jährigen ging es im Streifenwagen zur Blutentnahme. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Drehbach, Fahrradfahrer kam von der Fahrbahn ab. Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad die Thumerstraße aus Richtung Drehbach in Richtung Herold. Circa 400 Meter vor dem Ortseingang Herold kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb verletzt im Straßengraben liegen. Der alarmierte Notarzt und Rettungswagen verbrachte den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 100 Euro beziffert. Freie Fahrt von Kühnheide nach Pobersau. Die Schäden infolge Frostaufbrüche im Bereich Poberschauer Flügel, also die Verbindung zwischen Pobersau und Kühnheide im Teilabschnitt Wellnerbach bis Kroatenbach, sind bis auf kleinere Restleistungen behoben und infolgedessen kann die Straße ab heute wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine besondere Woche steht ins Haus, zumindest was das Wetter angeht, liebe Zuschauer. Es gibt Tage mit hochsommerlichem Charakter, gefolgt von einem Kälteeinbruch gegen Ende der Woche. Ja, den heutigen Tag kann man als Auftakt für den sommerlichen Höheflug sehen. Tja, heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt mit einem guten Blick auf die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. Bei einem Niederschlagsrisiko von 25% können wir davon ausgehen, dass es trocken bleibt. Bei den Temperaturen gilt es festzuhalten, dass diese recht angenehm sind. Das bedeutet, in Olbernhau am Ufer der Flöha gibt es zwischen 11 und 13 Grad. In Marienberg-Dörfel verharrt das Quecksilber bei 12 bis 13 Grad. Und in der MZ-Stadt Zschopau am Markt stehen 12 bis maximal 14 Grad in den Anzeigen der Thermometer. Ja, das sind dann auch die Höchstwerte im Sendegebiet. Der Wind weht gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Dienstag setzt sich der Aufwärtstrend auch weiter fort, wenn auch sehr verhalten. Der Tag beginnt mit einem bedeckten Himmel und das bleibt auch bis in die Vormittagsstunden so. Gegen Mittag lockert die Wolkendecke dann auf und der Himmel zeigt sich erst wolkig. Gegen Abend ist es leicht bewölkt und so geht es dann auch in die Nacht hinein. Die Sonne rechnet am Ende des Tages bis zu 4 Sonnenstunden ab und beim Niederschlagsrisiko stehen 25%. Es sollte demnach trocken bleiben und der Schirm kann zu Hause bleiben. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, kratzen an der 20er-Marke. In Neuhausen am Schloss Purschenstein zeigen die Thermometer 13 bis 19 Grad an. In Gebirge am Rätsteich gibt es 12 bis 18 Grad, Lufttemperatur wohlgemerkt, und 13 bis maximal 20 Grad stehen in Hohendorf am Sportplatz zu Buche. Der Wind weht weiter gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde, dreht aber auf Westen. Ja, und hier nur noch der weitere Ausblick auf die kommenden Tage. Am Mittwoch erwartet uns eine Mischung aus wolkig am Vormittag und sonnig am Nachmittag. Mit Regen ist nicht zu rechnen, aber mit Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad. Der Wind weht weiter gering aus südlicher Richtung. Der Donnerstag wird der wärmste, aber auch schwülste Tag der Woche.
Regen, Gewitter, aber auch sonnige Abschnitte gehören mit zum Tagesprogramm, genau wie die zu erwartenden 20 bis 26 Grad. Der Wind weht gering mit um die 7, aber auch in Gewitternähe stark bis stürmisch aus Nordwesten. Ja, dass der Freitag den Knick bringt, das steht schon fest. Wie sehr es aber knickt, das nehmen wir dann morgen unter die Lupe. Also, wettertechnisch bis Freitag das Beste draus machen. Das bedeutet, liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe vom Megional angekommen. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich, morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder mit reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es noch im Internet unter www.mef-lein.de. Ja, damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und ich verabschiede mich. Tschüss, bis morgen.